Was denn? Hättest du nicht was anziehen können? Das habe ich nicht aufgehangen. Ach, das. Bei uns zu Hause wird nicht gebügelt. Das war's. Das wird glatt am Körper. Wir haben uns wieder was Neues ausgedacht. Wir? Ich fürchte Erna. Hast du da nicht Angst, dass sich da irgendwelche Abgründe auftun, so Psychoabgründe? In dem Alter, in dem wir sind, sind Abgründe auch kein Unglück mehr. Ja, warte mal. Hattest du schon mal einen festen Freund? Wie ist das, wie einen festen Freund? Wer will schon mit mir zusammen sein? Erste Variante. Ein oder zwei hatte ich schon, aber ich warte lieber noch. Ich wechsle meine Lover wahrscheinlich wie die Unterhosen. Das ist gerade von so einer Tabelle verdeckt. Also ich bin ja nicht bi oder so. Ja, das ist eine komische Frage. Kann ich nur sagen, nee. Dann würde am ehesten passen, ein oder zwei hatte ich schon, lieber warte ich noch. Nee, gar nichts. Was machst du in deiner Freizeit? Lernen, lesen, mich mit Freunden treffen? Erstens. Zweitens, shoppen, telefonieren, schminken. Nein. Musik hören. Musik hören? Ist da auch dabei? Ja, aber mit Schminken. Mit Schminken. Ist bescheuert. Hoffen, dass mein Leben endlich schöner wird. Ich glaube, das war dann das Erste, ne? Lernen, lesen, mich mit Freunden treffen. Ja. Lernst du noch was? Ja. Hin und wieder, ne? Ja. Wenn es sich nicht vermeiden lässt. Dein liebstes Essen, Getränk. Brot und Wasser. Ein Schnitzel mit Pommes und Cola. Ja. Kaviar-Salat nee, und nee, Champagner. Nee. Das ist Nummer zwei, ganz eindeutig. Besonders auf Reisen. Wenn du in einem Kostümladen gefangen wärst, als was gefangen? Würdest du... Gefangen? Gefangen, eingekesselt ja. und gefangen. Ja. Als was würdest du dich verkleiden? Ja, das weißt du doch. Als Cheerleaderin? Als nichts? Wie kann man sich verkleiden als nichts? Ach so bleiben. Jetzt wird es in diesem ungebügelten Hemd so bleiben. Wir sind noch nie gebügelt worden. Nee, aber ordentlich aufgehängt. Ja. Clown oder Indianer oder als Cowgirl? Ich weiß ja, was ich machen würde. Das ist hier aber wieder hier mal nicht dabei. Du musst dich diesem... Ich würde mir so ein Glitzerjackett anziehen. Das du ist musst doch das Schärfste. Du musst dich diesem annähern, mein Lieber. Ah. Na? Ah. Cheerleaderinnen haben vielleicht Glitzerjackets. Nee. Also dann Clown oder Indianer. Also, hier steht, zu ja? 60%. Mehr als die Hälfte. Mhm. Bist du ein normales Girl? Also bist du ein normaler Mensch? Normaler Boy. Ne? Ja. Ich bin ein Boy. Und liebst dein Leben. Na klar. Und lebst es auch. Na klar. Und du sollst so weitermachen. Oh. Und zu 10% aber bist du eine echte Prinzessin. Oder ein Prinz. Also weil du Glitter so liebst, halt hier aber mal, das bitte. Passt doch zu einer Prinzessin, passt Glitter. Darf ich dich jetzt... Oh, was hast du denn da? Darf ich dich jetzt krönen? Nee. Wenigstens für die 10%. Sieht ehrlich gestanden affig aus. Ja. Also, das war's für heute. Prinz Willi sagt Tschüss, ihr alle. Denkt an eure Daumen. Und wenn ihr Ideen habt, hier unten was hinschreiben, bitte. Alles klar. Tschüss. Macht's gut.